gesagt, hier verschiedene Utensilien, die alle Mitglieder der FDP mitbekommen haben mit dieser Sonderausgabe der Elbe. Ich habe hier das Muster, sieht man daran, dass hier drin Muster draufsteht. Das bedeutet, man kann damit natürlich jetzt nicht real abstimmen. Dabei liegt normalerweise ein blauer, kleiner Umschlag, in den man die Unterlagen zusammenpackt, die hinterher Wahlunterlagen werden. Und dabei liegt eigentlich in einem anderen Format, also normalerweise ist der blaue ein bisschen kleiner noch als der hier und der auch noch ein bisschen kleiner als der hier, liegt dabei noch ein weiterer Außenumschlag, mit dem man das Ganze dann abschickt. Jetzt kommt aber der schwierige Teil, nämlich wie kriegen wir es hin, dass wir gültig abstimmen? Da ist der einfachere Teil von beiden. Hier hinten auf der Rückseite im Innenteil ist der Stimmschein. Man nehme eine Schere, schneide hier ab. Man reiße ihn nicht raus, das kann schief gehen. Das könnte schief gehen, wenn man ihn rausreißt, deshalb besser die Schere nehmen. Und kann dann hier auf diesem Stimmschein abstimmen. Man sieht, da hat man die Option Antrag A, Antrag B oder eben Enthaltung. Es haben mich Leute gefragt, warum es keine Nein-Stimmen gibt. Ein Nicht-Abschicken würde gewertet als Nein-Stimme, weil es eben dafür sorgt, dass es unwahrscheinlicher wird, dass der Mitgliederentscheid bindend wird am Ende, sodass das im Zweifelsfall die Form für Nein wäre. An dieser Stelle kann man jetzt abstimmen, kann sich aussuchen, für die, welchen der Anträge man stimmen will. Nach den überzeugenden Argumenten, die wir jetzt während der 24 Stunden für Europa hier ausgetauscht haben, kommt man wahrscheinlich dann zu der Erkenntnis zu sagen, ich bin für Antrag B. Dann kreuzt man hier das B auf dem, in dem Fall Musterstimmzettel, sonst auf dem echten Stimmzettel an und kann das Ganze schon einmal, wenn man dort angekreuzt hat, funktioniert übrigens genauso, wenn man an den anderen Feldern kreuzt, aber ich hoffe, den einen oder anderen doch überzeugt zu haben, kann man das Ganze zusammenfalten und steckt dies in den blauen Umschlag, den kleineren also. Bei uns sind die selbstklebend. Der kleine blaue ist es im Original nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir selbstklebende haben. Normalerweise müsste ich den jetzt ablecken und zukleben. Das muss ich hier Gott sei Dank nicht. Jetzt habe ich hier drin meinen gültigen Stimmschein im blauen Umschlag und zugeklebt und den lege ich jetzt erstmal beiseite. Denn jetzt kommt der Punkt, an dem das ein oder andere Mitglied aus der Kurve geflogen ist. Das haben wir schon gehört. Nämlich auf der Vorderseite der Elbe. Im Innenteil gibt es auch wieder mit Muster gekennzeichnet eine Versicherung, dass man den Stimmzettel eben ausgefüllt hat und dass man Mitglied der Partei ist, die geprüft werden muss. Jeder, der schon mal Briefwahl gemacht hat, kennt das. Da muss man auch so eine Versicherung beilegen. Da läuft es ganz genauso ab wie auch hinten. Man schneidet im Zweifelsfall sich das Ganze aus und muss es danach entsprechend hinterher ausfüllen. Übrigens, hier im Innenteil steht auch nochmal auf der Innenseite die Gebrauchsanweisung, was man zu tun hat. Jetzt kann der Rest hier drin, wer nochmal lesen will, da drin sind unter anderem die Antragstexte, kann beiseite gelegt werden und jetzt füllen wir diese Versicherung aus. Da drin steht unter anderem Name, das wäre jetzt bei mir Lasse Becker. Die Adresse würde man entsprechend ausfüllen, die Postleitzahl natürlich auch. Landesverband wäre bei mir der Landesverband Hessen, Kreisverband der Kreisverband Kassel-Land. Mitgliedsnummer müsste man raussuchen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich gebe mal einfach 1, 2, 3, 4, 5 ein. Und als Unterschrift des Mitglieds unterschreibt man an dieser Stelle noch mit. Dann hat man das richtig ausgefüllt. Und kleiner Tipp, das Ganze ist deshalb auf der Innenseite, weil hier vorne drauf ein Barcode ist, der das leichter lesbar macht. Und mal nachprüfen, aber zumindest bei mir war unter dem Barcode auch die Mitgliedsnummer gedruckt, sodass man nicht seinen Mitgliedsausweis suchen muss, sondern in der Tat von der Vorderseite abschreiben kann, wenn man die Mitgliedsnummer braucht. Sodass man dann hier sieht, so sieht das dann voll ausgefüllt aus und hier auf der jetzt Rückseite wäre dann ein weißer Aufkleber mit einem Barcode, der einfach das Lesen leichter macht. Und jetzt habe ich auch
die entsprechende Versicherung korrekt ausgefüllt und dann geht das Ganze beides zusammen. Der blaue Warenumschlag und entsprechend die Versicherung hier in den Umschlag, in den großen, in den weißen Umschlag. Und den klebt man dann auch zu, wenn beides drin ist. Es muss eben beides drin sein. Klebt man dann auch zu und auf diesem weißen Umschlag steht am Ende drauf Gebühr bezahlt Empfänger. Das bedeutet, man kann den einfach in den Briefkasten schmeißen, dann landet er beim Liberalen Parteiservice in Bonn und dann geht es hinterher an die Auszählung. Und übrigens in der nächsten Bastelstunde nehmen wir genau diesen Umschlag wieder, der dann beim Liberalen Parteiservice bei LIPS angekommen ist und zeigen euch, was damit geschieht, wenn er bei LIPS angekommen ist, mit den entsprechenden Schritten, wann es denn geschieht. Insofern dazu nur nochmal jetzt schon der Hinweis, das wird dann später im Programm kommen. Insofern, das war jetzt quasi, wie kriege ich meinen Stimmzettel gültig? Teil 1 unseres Tutorials, wie mache ich mit beim Mitgliederentscheid?